Ich habe Theater gespielt. Ich bin für eine Rolle damals gecastet worden, weil ich gesteppt habe und getanzt habe und auch halt auf einer musischen Schule war. Also ich war damals, glaube ich, auch so ansatzweise im Chor. Eigentlich habe ich, glaube ich, immer alles probiert zu machen. Irgendwie. Das mache ich heute noch. Ich versuche, jeden Weg zu gehen und jeden Weg auch bis zum Ende zu gehen. Und ich war von Boy Gobert und in der Inszenierung von Zadek, Jeder stirbt für sich allein. Hätte nicht gedacht, dass es mal so ein Motto wird eigentlich. Aber ich hatte einen schweren Bandscheibenvorfall. Und auch da habe ich gemerkt, im Schluss und im Endeffekt bist du alleine. Ja? Ich habe jetzt gerade eine Trennung hinter mir oder bin in einer Trennung oder wie du es auch immer sehen willst, was auch immer. Und auch da merke ich, also es gibt sicherlich viele Leute und Menschen, die Anteil nehmen und sowas alles. Und dann hast du wieder die einen, die dann sagen, ja, im Teich sind viele Fische, wenn du auf eins nicht warten musst, ist es auf eine Frau, weil es wie ein Bus kommt immer der nächste, ja, ist alles schick, weißt du, ist aber so ein Bar. Das ist eben wieder das Ding. Ich gehe den Weg bis zu Ende und ja, dann jeder stirbt für sich allein, das passt dann halt und jeder lebt auch irgendwie für sich allein. Und dieses in den Spiegel gucken und dieses Reflektieren, das mache ich halt einfach. Also ich setze mich wirklich vor den Spiegel und gucke, gefällt mir das, was ich da sehe? Und wenn nicht, dann gucke ich, kann ich es ändern? Und gerade dann immer so zum Jahresende gucke ich nochmal immer im Keller, welche Leiche da irgendwie noch so ist. Und dann versuche ich die dann auch zu beseitigen. Also das heißt, ich mache dann auch meinen Frieden. Ich werde jetzt demnächst noch eine Mail an einen alten Freund von mir schreiben, wo ich mich nicht gut verhalten habe. Und werde mich da entschuldigen. Das liegt lange, lange, lange zurück, aber es hat mich immer noch belastet. Einzelgänger, ich glaube, ich meine, wir verstehen uns ja auch. Ja? Wir kennen uns nicht, aber wir können uns gut unterhalten. Und wir könnten, glaube ich, auch hier bis zum Abend und eine Rotweinflasche nach der anderen sitzend uns über das Leben unterhalten. Aber schlussendlich habe ich einen besten Freund, den ich schon seit 25 oder 30 Jahren jetzt kenne und mit dem ich mich, es geht so, aber so, weil wir könnten uns ein Jahr nicht sprechen und dann sitzen wir hier und es ist so, als wenn es gestern gewesen wäre. Nehmen wir uns aber auch nicht übel. Wir können uns aber auch alles sagen. Und das ist auch eben auch meins. Ich bin überhaupt nicht neidisch und ich freue mich für andere Menschen. Das sind ja so ein paar Sachen, die nicht unbedingt das typisch Deutsche sind. Ja, und wenn ich jetzt, selbst wenn ich kein Geld haben würde und du sitzt jetzt da und sagst, hey, weißt du was, gerade eine Million, ich habe noch keine Ahnung, was ich mache, würde ich sagen, ey, weißt du was, ich freue mich für dich. Würde nie auf die Idee kommen zu sagen, echt, boah, voll der Arsch, ja, hat er ja auch nicht verdient. Ja, hab's doch selber in der Hand, mein eigenes Leben zu leben und selber erfolgreich zu werden. Mein Leben, was ich gelebt habe, war sicherlich nicht immer einfach. Ich bin so oft hingefallen, aber wichtig ist doch immer dieses Krone richten, aufstehen, weitermachen. Und ich habe mein Leben mit allen Höhen und Tiefen habe ich selbst gewählt. Also der Einzige, dem ich dafür eine Schuld oder nicht Schuld geben kann, bin ich selber. Ich habe dir ja gesagt, meine Mutter war damals 20, als sie mich bekommen hat. Ja? Das wäre heute, weiß ich nicht, gleichzusetzen mit, weiß ich nicht, 15, 16 irgendwie sowas. Oder vielleicht 13, 14. Ja, dass sie da irgendwie in diesem seelischen Ungleichgewicht war. Ich bin jetzt 50. Ich fühle mich nicht wie 50, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite freue ich mich mit 50, weil ich möchte auch nicht mehr 20 sein. Ich möchte auch nicht mehr 30 sein. Ich möchte noch nicht mal mehr 40 sein. Sondern ich freue mich über mein Alter, ich freue mich über die Erfahrung, ich freue mich auf den Schatz, auf den ich zurückgreifen kann. Aber es ist halt, jede Erfahrung ist ja aus irgendetwas entstanden. Jede Erfahrung birgt ja, wenn du gefragt wirst, wie kommst du zu irgendetwas Gutem, dann sagst du, das ist die richtige Entscheidung. Wie kommst du zu einer richtigen Entscheidung? Ist aus Erfahrung. Wie kommst du zu einer Erfahrung? Ist irgendwo eine falsche Entscheidung. Du kannst daraus lernen. Und ich mache viele Fehler. Aber ich versuche halt, nicht immer dieselben zu machen. Ja, ich mache immer wieder neue. Und dann bringt mich das dann wieder in irgendeiner Art und Weise und in irgendeine Richtung und dann ja, gehe ich dem halt wieder nach. Haben wir es eigentlich auch, oder? Absolut, denke ich auch, ja. Hast viele Sachen in mir vorgekitzelt, viele schöne Sachen. Andere Sachen, also es wird mich sicherlich heute auch den Tag noch beschäftigen. Ganz bestimmt.
Danke dir. Ja, sehr gerne. Danke dir.